Genau, ich werde der Abend heute etwas lehren, und zwar eine Choreografie. Wir sind jetzt heute schon ein bisschen herumgefahren mit unseren Rollschuhen, und jetzt brauchen wir mal eine kleine Abwechslung. Ein bisschen ausschütteln, die Beine und sowas. Einfach mal ein bisschen was anderes machen, oder? Ja. Sehr gut. Wir haben uns jetzt hier zum Strand ein bisschen gesetzt nicht, aber wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu einem perfekten Plätzchen. Die Boote fahren schon wieder herum. Auf jeden Fall müsst ihr bis zum Schluss dranbleiben, denn am Ende kommt noch eine kleine Überraschung, und zwar ein kurzer Ausschnitt aus meinem neuen Musikvideo. Also wenn ihr das unbedingt sehen wollt, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Wir sollten auf jeden Fall in unserer Handyhülle in Zukunft unsere Schulfotos mit dabei haben, dass wir die zumindest so draufkleben können. Noch ganz klein dran. Wenn noch Babys waren, dann hätten wir die einfach. Okay, gut. Jetzt kommen wir aber zurück zu der eigentlichen Sache, die wir heute machen wollten. Und zwar, ich lerne der Arwen eine Choreo, und zwar noch dazu eine ziemlich coole, die man auch auf Rollschuhen machen kann. Aber ich lerne sie der Arwen jetzt erstmal auf Schuhen, weil wenn man sofort auf Rollschuhen macht, dann ist das hui, dann fliegt man gleich rum. Zum Tanzen ist auch immer ganz wichtig, dass man die perfekten Outfits anhat, und das haben wir heute auf jeden Fall. Genau. Gut, Arwen, bist du bereit? Ja. Sehr gut, dann machen wir heute jetzt mal die Choreo. Aber Ilia, das stört mich hier ein bisschen, weil es ist da so locker und du hast zum Beispiel das dazu. Mhm. Hast du noch Haargummis? Aber warte, die sind so schön. Ich habe da Haargummis. Ich habe einen Trick. Ich hoffe, der funktioniert. Ich habe den mal gesehen und nochmal ausprobiert, aber ich weiß nicht, ob es da nach oben geht. Okay, du musst hier mit dem Haargummi da durchgehen. Ja. Und jetzt, lass uns das überlegen. Musst du das hier draufstülpen, dann machst du das hier drüber. Und dann kannst du das beim Haargummi da so draufkleben. Cool. Verstehst du? Halt je nach Größe. Super. Genau, kannst du noch ein bisschen hochgeben. Genau. Das machen wir es mit dem anderen Bein auch. Achtung, dadurch. So. Zack. Zack, zack. Hier durch. Und. Jetzt hast du genau die coole Hose, so wie ich. Nur in Blau. Okay. Jetzt bist du bereit, oder? Ja. So, die Schritte sind nicht sehr schwer. Es beginnt mit einem, hier sind die Arme, und sie machen dem. Also als würdest du irgendwas runterziehen. Yeah. Genau. Und dazu machst du einfach nur einen überkreuzten Schritt. Und das machst du einfach mit den Händen. Also dem. Und dann machst du so einen Schwimmmove, so einen. Genau. Also wir machen nochmal von vorne. 5, 6, 7, 8. Stimmt. Okay, und dann? Ja. Aber ein Sprung, oder? Oder nur so? Ja. Siehst du, also so ein bisschen so ein. So ein. Nur nicht so viel. Also so. Genau. Aber das Bein schön strecken. Genau. Also wir machen 5, 6, 7, 8. Und dann machst du ein Arm, zweiter Arm. Aber schneller. Also, ich tanze dir vor. Achtung. Dann ziehst du die nach vorne. 5, 6, 7. Und dazu ein Schritt. Also. 5, 6, 7, 8. Arm. Und dazu geht jetzt der Kopf mit. Als würdest du so Musik hören. So, verstehst du? So. Nein, das ist zu hastig. Einfach locker ein bisschen Musik hören. Und nur der Kopf. Nur so ein bisschen. Aber die Ellbogen weiter rauf. Hier, das kann ich nicht. Und flex. Flex die Arme. Flex. Genau. Also nochmal von vorne. 5, 6, 7, 8. Arm, Musik hören. Body Wave. Also, da,
Also nochmal von der Bodywave, also von Musikern. 5, 6, 7, 8. Nein, stopp, Arme weiter rauf. Nochmal von vorne. 5, 6, 7, 8. Ja, genau. Sehr gut. Schau mal, Arvin. Richtig schön. Nur bei dieser einen Wolke ist ein ganz dünner Strahl, wo Sonne rauskommt. Das ist ja urschön, das habe ich noch nie gesehen. Ich schon, aber das war Regen. Okay, gut. Also dann haben wir so. Und das muss ich, und dann machen wir jetzt so eins. So. Zack, zack. Nein, also du machst zack, zack, zack. Und dann der rechte Arm ist oben und der linke unten und du schließt. Das kann ich mir gar nicht merken, mit rechts oder links. Also zack. Rechts. Genau, und jetzt zack. Zack. Genau. Zack. 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 Also, nochmal von vorne. 5, 6, 7, 8. Okay, gut. Also zeig mir mal. 5, 6, 7, 8. Erst noch einmal. 5, 6, 7, 8. Freude! Sehr gut. So, wir waren jetzt bei der Endpose vom ersten Teil, oder? Ja. Also bei dem. Also bei dem. Genau. Okay, machen wir es von vorne. 5, 6, 7, 8. Okay. Wenn wir jetzt hier waren bei der Pose, ja, machen wir mit den Armen so an, als würden wir was schwingen. Zack, zack. Zack, zack. Aber Kopf kommt mit. Also das ist dann wirklich ein Wegschottern. Zack, zack. Okay. Zack, zack. Genau. Das ist sowas. Schwingen wir uns wieder auf und machen so eine Pose. Schwingen wir uns wieder auf und machen so eine Pose. Nein. Wir schwingen. Zack, zack. Ja. Und dann schwingen wir uns auf und machen die Pose. Und dann schwingen wir uns auf und machen die Pose. Anderes Bein. Und die Arme. So. Genau. Also, von der. Und es geht jetzt also nach auf der 2 los. Ja, okay. Gut. Machen wir es von der Pose. Nein, das ist nicht der Chor. Oh, tschüss! Oh, Ballett! Oh, nein, nicht Ballett! Wir machen jetzt die Chore weiter. Also, von der Pose, zack. 5, 6, 7, 8, 1. Zack. Ach so, zeig's mir. Von der Pose. 5, 6, 7, 8, 1. Nicht so. Wirklich schwingen. Ja, und jetzt? Anderes Bein. Anderes Arm. Okay, Concentration jetzt. Von der Pose. 5, 6, 7, 8, 1. Also schneller. Okay. Wir sind so gerade gegen jemanden, der neben dir steht, kämpfen. Zack. Zack. Okay? 5, 6, 7, 8, 1. Okay? Ja. Und dann machen wir jetzt eine Drehung. Ja, ich bin es gewohnt, von den Rollen auf den Rollen zu drehen. So. Deswegen will ich auch immer so drehen, aber mache ich ein Loch in die Erde rein. Kann ich das so machen? Wie? Also, ja. Dann glaube ich besser. Ja, so kannst du auch machen. Okay, Achtung, von der Pose. 5, 6, 7, 8, 1. Sehr gut. Und dann, wenn du die drin gemacht hast, ist es ein Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Jetzt nur die Arme. Zack, zack. Nein. Also andere Richtung. Zack, zack. Ausstrecken. Zack. Nein, Spannung. Zack, zack, zack. Es ist zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Nein, falsch.
Zack. Nein, zack. Andere Geschichte. Zack. Zack. Nein, aber nur ist es nur. Oh Gott, ist das anstrengend. Also ich bewundere echt Choreografen, die so lange die Nerven haben, um Leute das zu erklären. Ich habe für sowas echt keine Geduld manchmal. Also, zack, zack, zack. Nein. Zack. 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 Zack, zack, zack. Ja. Zack. Oder ja, weil wir so ein bisschen in die Klärung kommen. Wir können das nicht überwinden. Also zack, zack, zack. Aber es ist nicht so schwer. Zack, zack, zack. Ich mache immer keine Löcher rein. Aber du kannst es auch, du musst es auch, kannst zack, auch einen T-Sitz machen. Das ist einfacher. Zack, zack. Ah, ja. Ja, okay. Gut, probieren wir es jetzt nochmal. Okay. Und dann kommt nur noch ein Blitz. Und zwar zack, zack, zack. Vielleicht jetzt von vorne. Kennte. Nein, das ist ganz easy. Ja, ich zeig's dir. Zack. Schau mit dem Finger mit. Zack. 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 Achso, also zack, 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 zack. Aber es ist ein zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Ja, genau, aber ganz schön. Zack, zack, zack. Aber ich kann nur ausstrecken. Ja, dann streck's halt aus. Okay. Zack, zack, zack. Genau. Vorne hin, dass ihr den See im Hintergrund habt, das ist ganz schön. Das ist doch kein See, das ist ein Fluss. Also, Entschuldigung, ja, ich meine natürlich den Fluss. Okay. Okay. Aber die einzige Stelle, wo... Um genau zu sein, ist das die Donau. Also, aber bei einer Stelle, da bin ich noch nicht so gut, und zwar bei zack, 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 zack. Die ist nämlich ganz schnell, also da bin ich, das sieht halt aber die ist eh voll cool. Aus. Also, ja. Okay, ready? Okay. 5, 6, 7, 8. Wie ihr die Choreo tanzt, also nehmt unbedingt ein Video auf und schickt sie uns über Insta, über Direktnachrichten, also über DM. Dort heiße ich Ilia-Iliaswelt. Und ich Abel-Iliaswelt. Genau, da könnt ihr sie uns gerne schicken. Aber jetzt, Leute, habt ihr lang genug gewartet. Jetzt kommt der magische Moment, und zwar jetzt könnt ihr einen Ilia gesponsert von dem Wort jetzt. Jetzt kommt ein kleiner Ausschnitt aus unserem neuen Musikvideo. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich will tanzen, springen, lachen, singen, andere zum Feiern bringen. Bist du mit dabei? Ganz egal, ich bin bereit. Zur Teenie-Sommerzeit. Der Himmel blau, Sterne nicht weit. Zur Teenie-Sommerzeit. Und? Habt ihr was bemerkt? Armin, hast du was bemerkt? Ja, das ist ja unsere Choreo, die wir getanzt haben. Genau, das ist einfach genau dieselbe Choreo, die ich gerade der Armin beigebracht habe und auch gleichzeitig euch. Also, das ist mega cool, dass ich sie jetzt auch kann. Genau,
Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Schickt uns einfach unbedingt ein Video. Es würde uns so interessieren. Und es würde uns halt auch urgefallen, dass urviele das dann auch nachtanzen, hoffentlich. Und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wir haben euch ganz, ganz, ganz doll lieb und vergesst die Videos nicht. Oh Gott, ich fühle mich wie ein Lehrer, der jetzt schon die ganze Zeit sagt, bitte schickt die Hausübung, bitte schickt die Hausübung. Bitte schickt die Videos, es würde uns einfach mega interessieren. Bussi geht raus an euch alle. Bis bald. Also Leute, ab sofort gibt es die streng limitierte, handsignierte Teenie Summertime CD in unserem Shop. Holt sie euch. Übrigens, die neue Ilias Welt Teenie Summertime Jeansjacke gibt es auch im Shop. Bei iliaswelt.shop.